YouTube und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie immer, ich hoffe, euch geht's gut. Bevor es mit dem McDonalds-Projekt losgeht, wollte ich euch nur Bescheid geben, dass der zweite Teil von der Nerf Dart Blaster Liga 2019 mit mir online gegangen ist. Und da sind ein paar Sachen schief gegangen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut euch kurz den kleinen Trailer an. Och man, seht einfach selbst. Check ganz gerne die Beschreibung aus, denn dort ist der Link vom Nerf-Kanal, da kommt ihr direkt zum Match. Und wie gesagt, da sind ein paar Sachen schief gelaufen, aber checkt jetzt erstmal den McDonalds-Projekt aus und danach geht ihr rüber auf den Nerf-Kanal und guckt euch das komplette Spiel an. Ich will jetzt nicht mehr viel labern. Viel Spaß! Wir sind auf dem Weg in den Drive. Patrick ist jetzt der Fahrer. Ich bin mal gespannt, ob du das gut hinkriegst. Damals habe ich dich noch geprankt und heute pranken wir zusammen. Ich hoffe, du hast einigermaßen Bock drauf. Ja. Klar, Ehre. Was anderes hätte er jetzt auch nicht sagen dürfen. Wir sind direkt dran jetzt hier am Drive? Ja? Doch, nee. Einer ist vor uns und so ein schöner alter Oldtimer, aber ist egal. Weißt du genau, was du noch machen musst? Klar. Du gehst hinten gleich in die Kabine rein und baust dir da irgendwas zusammen. Hauptsache, du bist halt in diesem Transporter. Der ist hier mit dem Transporter zu mir gekommen. Auf jeden Fall richtig cool von ihm und ja, denk dran einfach. Ne? Du kriegst einen Anruf, du gehst einfach hinten rein und machst da so ein bisschen Show. Kannst auch Geräusche machen, so dagegenhauen von mir aus. Ah, da kommt der Anruf, kam schon. Genauso machst du das. Aber erst dann vorne, bevor du das Geld gibst, okay? Und jetzt gerade sind wir schon richtige Bauarbeiter, die mega hungrig sind. Und wir sind jetzt schon ein bisschen frech so, ne? Sei der frechste Kunde, der jemals so frech zu dir war. Aber am Ende müssen wir uns auch hier entschuldigen. Genau. Hi, was geht? Wir kommen gerade von der Baustelle, wir sind hungrig. Was hast du? Wir kommen gerade vom Bau, wir sind hungrig. Alles klar, machst du. Dauert das lange heute hier oder was ist hier los? Boah, komm mal rückwärts hier noch raus. Yo, wow, ja gut, dann warten wir. Danke, 5 Minuten, dann ist gut. Ja okay, dann warten wir, dann sag Bescheid, wenn wir bestellen können. Was sagst du denn? Können wir? Ja, dir. Okay. Also, ich hätte gern so ein Eisfruit-Smoothie. Smoothie haben wir ja nicht. Warum nicht? Wir haben die Maschine dafür gar nicht. Okay. Das steht aber auf der Karte, deswegen gibt's die doch. Ich habe meine Brille nicht auf. Ach, ja. Steht nicht drauf, so. Okay. Dann muss ich was anderes nehmen. Was denn? Dann nehme ich... Big Mac ist im Angebot, wenn du das nicht weißt. Big Mac? Was ist das? Nein, einen Big Mac nehmen wir dann einfach, oder? Ja. Wir teilen uns den, wir testen den, aber wenn der gut schmeckt, kommen wir nochmal wieder. Okay. Ich sag dir eins, Patrick, das machst du sehr, sehr gut bis jetzt. Du hast dir viel von bei McDonald's Pranks abgeguckt. Jetzt bin ich gespannt, wie du jetzt gleich interagieren wirst. Bevor ihm das Geld gibst, wie gesagt, kriegst du den Anruf und gehst du hinten rein. Mach ruhig auch Geräusche und so, ne? 1,90 bitte. Dann kriegst du einen Anruf. Wie viel kriegen Sie? Hallo? Wer ist denn da jetzt? Ja, ich guck mal eben. Ja. Wie viel kriegen Sie denn? 2 Euro, also 1,90. Okay. Ja, warten Sie. Kann ich. Ja. Guckst du eben, ob das da ist, oder was? Ja, okay. Ja. Kommen Sie dran? Ich nicht, aber vielleicht du. Soll ich werfen? Mach abschneiden. Ja? Ja, okay, still auch wieder. Ja, das muss. Ja. Ehrenmann, danke. Kannst du jetzt reinwerfen? Ja, wenn du triffst, ja. Aber muss auch treffen. Wenn du nicht triffst, dann ist er hier weg. Dann bist du schuld. Was ist denn bei dir los? Läuft bei dir? Na gut, korrekt. Eine Ewigkeit später. Patrick, hast du alles da? Weißt du alles? Alles gut, alles super. Ja, okay. Wenn du fertig bist, wir bauen, sag Bescheid, ne? Ja. 3 Tage später. Du darfst dich hier stehen, oder was? Hä? Nee, mein Kollege ist, der muss dir was zusammenbauen. Oh, jetzt komm ich schon nicht dran. Der muss dir was zusammenbauen von Kollegen. Bitte? Bitte? Er muss weg hier, er soll da vorne hinstellen. Ja, der muss das dauert nicht lange, das dauert 2 Sekunden, du rückst. Der muss es eben zusammenbauen. Wir haben gerade Anruf bekommen, ist wichtig für einen Kollegen. Ey, komm, mach keinen Scheiß. Ist das der Big Mac hier? Ist das der gut? Das ist ein Big Mac. Okay. Oh. Läuft alles? Ja, super. Okay. Ja, das dauert noch ein bisschen mal eben, warte mal. 3 Wochen später. Weiß jetzt nicht, was der noch. Also, der meint, das dauert 2 Sekunden noch. Ich rufe dir mal eben kurz an. Zählst du gerade? Nein.
Ja. Leclerc, warte mal kurz. Er muss weg hier, ohne Witz. Bitte? Er muss weg hier, ohne Witz. Ich bin immer voll. Ja, dann müssen wir kurz warten, dann müssen wir kurz zusammenbauen. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Lass uns zusammen machen, was stimmt? Ja, der Chef hat angerufen, wir müssen das eben zusammenbauen, sonst kriegen wir Anschiss. Ja, der ist fast fertig, glaube ich. Dann morgen. Läuft alles da hinten? Alles super. Alles super, okay. Wackelt hier alles so, Alter. Was machst du da? Schraubst du da oder was machst du da? Ich schraube einen Hügel. Okay. Dauert noch eine Sekunde, ja? Morgen. Ganz sicher. Der kann das eben fertig bauen? Bitte? Kann das eben zu Ende bauen? Nein, die anderen Autos warten auf ihre Bestellung. Ich mach dir, ich schreibe ihm mal eben. Oh, Junge. Sonst kriegen wir Ärger vom Chef, wenn er nicht fertig baut. Dann fahren sie auf den Parkplatz. Ja, aber ich hab keinen Führerschein, ich kann nicht fahren. Ja, nicht, dass jetzt noch was passiert oder sowas. Mach bitte mal. Ich sag ihm mal, er soll sich eben beeilen, okay? Ey, Patrick! Ja? Beeil dich eben! Ja. Maximal 2 Minuten, okay? Ja, das ist mir egal. Was meinen Sie, was die hinter Ihnen jetzt alle denken? Das krieg ich gleich alles ab. Ach so, ja gut, ja. Dann ich krieg mal Fragen, okay? Was da, wie lange der noch braucht. Patrick, wie lange brauchst du noch? Wie lange brauchst du? Das war's hier aber wirklich komplett. Ja gut, Leute, ich glaube, es war jetzt nicht der krasseste McDonalds-Prank, den ich irgendwie je gemacht habe, aber dafür, dass Patrick das zum ersten Mal gemacht hat und sich so einigermaßen jetzt revanchiert hat, war es okay und wir konnten jetzt nicht zu lange bleiben, ne? Weil hinter uns waren so viele Autos und ich habe eben bei dem Mitarbeiter im Gesichtsausdruck schon gesehen, ey, der war ein bisschen überfordert und der tat mir so ein bisschen leid und deswegen habe ich das auch relativ jetzt schnell aufgelöst, sage ich mal. Ja. Ich glaube, der hätte da nicht so gut umgehen können, hätten die Kunden sich da zu krass jetzt, glaube ich, beschwert. Deswegen habe ich das alles aufgelöst jetzt sozusagen. Wir fahren gleich nochmal rein, werden uns dann auf jeden Fall nochmal entschuldigen. Aber eine Sache, ich habe es gerade schon angesprochen, ne? Sag mal, du kennst seit 10 Jahren, der Big Mac war doch früher viel, viel größer. Der ist auch noch falsch zusammengeboren. Big Mac, sei ehrlich, wie war er? War er gut oder war er nicht so gut? Jetzt sei bitte ehrlich, weil jetzt koche ich gleich. Nicht so gut, ne? Ehre. Bist du gespannt, was ich dir kochen werde? Ich mache dir heute mein Lieblingsessen. Ich glaube, ich habe es schon mal den Leuten mal gezeigt, was so mein Lieblingsessen ist. Aber ich habe dir das nur so gezeigt, was für Zutaten das waren. Aber am Ende habe ich halt gar nicht das fertige Essen gezeigt. Deswegen tu mir einen Gefallen, bevor wir uns gleich das ganze Essen reinstehen und essen werden, erinnere mich bitte, dass ich nochmal die Kamera anschmeiße und den Leuten zeige, wie das Essen aussieht, okay? Mach ich. Weil wenn wir das wieder verkacken, weil ich habe das letzte Mal mit Sascha gemacht und dann haben wir komplett vergessen zu filmen. Das war so nervig. Und ja, ihr habt nicht gesehen, wie das Essen aussieht. Und ich sage euch eins, kocht das zu Hause nach. Ich habe schon mal den Nudelauflauf von Montana Black nachgemacht. Der war auch geil, so meinen eigenen ein bisschen was abgeändert, aber der war richtig geil. Aber das Gericht, was ich heute euch kochen werde, beziehungsweise uns beiden kochen werde und was ihr euch vielleicht nachkochen werdet, ist mega, mega geil. Ich zeige euch mal kurz einmal die Zutaten dazu. Du kannst einfach ein bisschen chillen. Du kannst auch Fernseher machen oder so, ne? Alles gut. Sollen wir einen Stream machen? Willst du einen Stream machen? Nee. Ne? Kannst auch gerade nicht. Schau dir das einfach mal an hier. Das ist so schlimm hier. Leute, mir ist gerade, wenn wir schon diese Interviews gedreht, einfach diese scheiß Lampe aus einer scheiß Softbox, ey, einfach rausgefallen. Und wir haben gerade schon geguckt, die kostet so 15 bis 20 Euro. So, ne, ach, ich hasse sowas, so unnötig Geld auszugeben. Und hier ist die kaputte Lampe, ey. Meinst du, ich kann die nicht nochmal reinpacken oder so? Nein. Alter. Ich glaube, ich bin in irgendwas reingetreten, aber scheiß drauf. Ey, ich zeige jetzt eben noch kurz mal die Zutaten und später wirklich versprochen auch das komplett fertige Gericht. Als allererstes. Und ich sage euch eins. Nur dieses Pesto zählt. Ich kriege kein Geld von denen, aber das ist das geilste Pesto. Es ist ein bisschen teurer als alles andere irgendwie, beziehungsweise als andere Pestos. Aber ich sage euch, das ist geschmacklich am besten. Das muss. Dann habe ich hier Rindergehacktes. Manchmal kaufe ich auch Tatar, wenn ich so ein bisschen auf die Kalorien achte. Heute ist mir das egal. Ich hatte die letzten Tage eh nur Pizza, Burger und so eine Scheiße gegessen. Und deswegen ballern wir uns heute auch nochmal richtig rein, weil ich weiß, auf 4 Tage nicht trainieren. Ich muss morgen irgendwann wieder zum Sport. Dann grüne Peperoni brauchen wir am Ende für einen Feinschliff. Nusspli? Nusspli brauchen wir nicht. Aber dafür doch Großschinken. Und, warte mal, fehlt was? Ja klar, Nudeln fehlen. Wo sind sie? Hier, da. Einfach ganz normale Barilla-Nudeln oder einfach Penne, meine ich. Barilla muss nicht unbedingt sein. Ich kaufe eigentlich immer die von Ja, weil ich glaube, die kosten irgendwie 30 oder 40 Cent und die 1,50. Ich habe die einfach nur mal zu Hause mitgehen lassen. Ich war zu Hause einkaufen bei meinen Eltern. Meine Mutter beschwert sich immer, wenn ich nach Hause fahre und einfach Essen mitnehme. Ich sage immer, ja, ich fahre einkaufen bei euch. Da muss ich nicht bezahlen. Ich fuchs. Ich mache das jetzt eben einmal fertig so. Ich zeige euch gleich genau, wie ich es nochmal machen werde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Essen fertig ist. Beziehungsweise werde ich euch so zeigen, wie ich das so zubereite, damit ihr das zu Hause auch nachkochen könnt. So, mit dem ersten sind wir durch und da hat sich jetzt gerade schon ein Stück Speck verabschiedet. Ah, heiß. Ja gut, machen wir jetzt Trick 17. Wo ist es? So, Trick 17. Nächstes Mal, wenn ich es sauber mache, ist es weg. Nice. Speck ist angebraten, hat das mit Kokosfett gemacht, weil ich leider kein Olivenöl mehr hatte. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber macht es lieber mit normalen Öl, ist glaube ich besser. Nudelwasser kocht auch. Ich kippe da jetzt die ganzen Nudeln rein, das müsste reichen für uns 500 Gramm. So, Nudeln sind fertig gekocht.
Pepperoni sind geschnitten, ich kann euch die wirklich auch ans Herz legen. Sind, glaube ich, sogar mit die günstigsten im Edeka. Grüne Pfefferonen, scharf, handgepflückt. Sind gar nicht so scharf, aber schmecken gut. Habe jetzt den Speck noch da hinzugefügt, habe schon ein bisschen Pfeffer dran gemacht, dann noch ein bisschen Salz. Und ja, sieht eigentlich relativ gut aus. Und jetzt gleich werde ich das Ganze einmal mixen und dann zeige ich euch gleich noch das Endergebnis. So, Patrick, einmal für dich. Bitte schön, noch nicht anfangen. Wir machen gleich das Live-Erlebnis zusammen. Leute, so sieht jetzt das fertige Essen aus. Ich variiere manchmal, manchmal packe ich da Reis rein. Diesmal haben wir jetzt da Nudeln reingepackt. Nudeln magst du auch, ne? Okay, ja. Wer mag keine Nudeln, ne? So, jetzt live. Schmeckt sehr gut. Guck mit dem Pesto und so, ne? Ja, Mann. Wir sind beide komplett voll gegessen. Patrick hat seinen Teller nicht aufgegessen und ich will dazu nichts sagen, aber es gibt ja so ein Sprichwort, dass man sagt, wenn man seinen Teller nicht aufisst, ja, Leute, seht einfach selber. Schlechtes Wetter, kann man das gerade erkennen? Ja, ist komplett am Regnen gewesen gerade. Auf jeden Fall bist du schuld, dass wir jetzt schlechtes Wetter haben. Hast du schon ein bisschen schlechtes Gewissen wenigstens? Voll. Nein, brauchst du definitiv haben, weil, Leute, ohne Spaß, richtig, richtig great von dir, Patrick, dass du jetzt zu mir gekommen bist, dass wir das Interview geredet haben und sogar jetzt auch den McDonald's-Prank. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Es war, wie gesagt, nicht der krasseste Prank jetzt. Man hätte den 10 oder 100 Mal heftiger machen können. Die Sache war einfach jetzt, ich habe bei den Mitarbeitern schon gesehen, der war sehr, sehr überfordert und der tat mir ein bisschen leid, deswegen wollte ich bei ihm jetzt auch nicht übertreiben und ich wollte Patrick auch nicht in die Bedulie in die Bredouille bringen, weil nachher hätte er irgendwie noch Ärger bekommen, weil wir sind mit seinem Auto hier gefahren. Leute, schau mal, der Bruder hat einen Benzer, einen schönen C63S. Wir wollten erst so einen Entführprank machen, dass ich da hinten reingegangen wäre und ich wäre sozusagen die Geisel gewesen. Ah, kannst du mal, Alter, kannst du richtig anmachen, aber ja, dann haben wir es dann doch lieber sein gelassen, weil das dann nach irgendwie doch hätte schief gehen können. Aber wenn ihr Bock habt, dass wir das nochmal machen sollen, was sollen die Leute dann machen? 200.000 Daumen nach oben. Genau. 4 Daumen nach oben. 4 Daumen nach oben reichen schon, dass wir das machen mit dem Geiselprank. Ich weiß es nicht. Also 200.000 werden wir, glaube ich, gar nicht schaffen. Ich dachte, das schafft auch nicht mal ein Baby oder so, keine Ahnung. Aber nein, komm, sag mal, was realistisch ist. Die Leute, wenn die Leute dich nochmal sehen wollen, wie viele Likes sollen die so geben? Was schätzt du, was realistisch ist bei mir aktuell auf dem Kanal so? 5.000. Ist realistisch. Also wir können es definitiv schaffen. Die letzten McDonald's-Pranks hatten immer so 5.000. Wenn der jetzt 5.000 Likes hat, Leute, dann kommt Patrick nochmal zu mir oder ich komme zu ihm. Dann drehen wir mit dem Sprinter nochmal irgendwie so einen geilen Entführungsprank oder so, dass er mich irgendwie entführt hat oder so mit einem Apfel im Mund. Ich bin hinten gefesselt und hau die ganze Zeit dagegen. Ich glaube, das könnte lustig werden, oder? Voll. Das machen wir so. Okay, ab 5.000 Likes, Leute, ich bin gespannt. Gebt mal Gas. Lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich danke dir nochmal, Digga. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt den Wechsel machen. Warum sitze ich auf dem Fahrer eigentlich? Oh, weiß ich auch nicht. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Nein, 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 nein! Haut rein und ciao!